Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. Heute geht es in der Folge um Tonis große Party. Viel Spaß! Okay, Ben, dann nochmal von vorne. Was genau ist vorhin passiert? Ja klar, Toni, überhaupt kein Problem. Alfred hat vergessen, das neue Feuerwerkquad reinzuholen. Und als ich das dann machen wollte, da hat sich schon eine mysteriöse Gestalt darauf geschwungen und ist mit Vollgas in diese Richtung abgezischt. Okay, eine mysteriöse Gestalt, sagst du. Kannst du sie mir vielleicht ein wenig genauer beschreiben? Ja klar, lass mal überlegen. Es war so ein ganz normaler Typ. Und er trug einen Anzug. Und seine Haare waren schwarz. Dazu trug er auch noch einen Zylinder. Ach ja, und er war maskiert und trug einen Umhang. Also ein ganz komischer Typ. Okay, ich kann's mir vorstellen, Ben. Also danke. Also bisher könnte die Beschreibung noch auf das Phantom zutreffen. Wenn es wirklich das Phantom war, dann hat es bestimmt hier irgendwo eine Nachricht hinterlassen. Ich muss nur den richtigen Hinweis finden. Ich schaue mich dann mal um. Irgendwo hier müsste das doch sein. Oh, nanu, das sind doch Reifenspuren. Aha, er muss also wirklich in diese Richtung abgedampft sein. Aber von seiner Botschaft bisher keine Spur. Wenn ich das Phantom will, wo würde ich das verstecken? Ja, natürlich. Dort, wo jeder sie finden könnte. Okay. Was hat er denn diesmal geschrieben? Tja, Herr Räuberschlechter, war ich mal wieder ein wenig schneller als Sie. Und jedenfalls begnüge ich mich jetzt bei der Schatzsuche im alten Schloss. Gezeichnet das Phantom. Oh, schon wieder nur ganz knapp. Na warte, Phantom, dich schnapp ich mir. Nimm dich in Acht, ich krieg dich schon noch. Auf zum Schloss! Oh, bloß nicht vergessen. So. Und hier ist der Schatz. Oh nein, unser Schatz wurde gestohlen. Oh nein, das ist ja furchtbar. Aber da hängt ein Zettel dran, mal schauen. Rupp. Okay, aha. Vielleicht sollte ich der Polizei mal Bescheid geben. So, hier sind wir schon, am Schloss. Hier irgendwo muss er doch sein. Komm raus, Phantom, versteck dich nicht. Komm schon raus, du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken. Ich werde dich finden. Wer brüllt denn hier draußen nur so rum? Komm raus, Phantom. Moment mal, da war doch was. Hab ich dich, Phantom? Was, Phantom? Hab ich dich auf frischer Tat ertappt? Anzug, Umhang, schwarze Haare. Gib's zu, du bist das Phantom. Mensch, Toni, was ist denn in dich gefahren? Und vor allem, was machst du hier eigentlich? Was, Locke? Du bist das Phantom? Was hast du ständig mit deinem Phantom? Aber wenn du schon mal da bist, kannst du uns helfen. Entschuldige, Locke, ich bin aber auf der Suche nach dem Phantom. Er hat mir eine Botschaft hinterlassen, dass er hier ist. Jetzt bin ich schnell hergekommen. Und von Weitem sahst du ihn schon ein wenig ähnlich. Entschuldige bitte. Kein Problem, Toni. Schon verziehen. Aber wo du hier gerade von Botschaften sprichst? Bei uns wurde gerade ein Schatz gestohlen. Und das Einzige, was zurückblieb, war diese Botschaft hier. Vielleicht hilft dir die ja weiter. Eine Botschaft, sagst du? Zeig doch mal her, vielleicht ist sie ja vom Phantom. Okay, und da steht... Haha, auch dieses Mal zu spät, Herr Räuberschreck. Ich werde mir die Zeit mit ein wenig Schwung vertreiben. Bis bald, gezeichnet das Phantom. Ha, ich hab's, der nächste Ort ist das Schwimmbad. Jo, ich muss mich beeilen. Los, schnell. Los geht's. So, das sollte reichen. So, dann werde ich nochmal weiter gucken. Moment mal. Irgendwas ist hier seltsam. War der Kiosk immer schon so leer? Ich wusste gar nicht, dass unser Kiosk ausverkauft ist. Oh, nanu, ein Zettel. Das ist ja seltsam. Wie kommt der denn da bloß hin? Und jetzt auch noch Polizei? Na, das schaue ich mir doch mal besser an. Das Bandido City Schwimmbad. Komm raus, Phantom. Ich weiß, dass du hier bist. Jetzt zeig dich endlich, Phantom. Hey, Toni, was machst du denn hier? Oh, tut mir leid, Bob. Ich wollte dich nicht stören. Es ist nur so, Bob. Ein mysteriöses Phantom macht gerade Bandido City unsicher. Und ich werde es mir schnappen. Na, das trifft sich ja ganz gut. So wie es aussieht, wurde unser Kiosk wohl vom Phantom ausgeraubt. Ach ja, und wie kommst du darauf, Bob? Bist du sicher, dass das Phantom es war? Ja, ziemlich sicher. Es hat sogar diese Botschaft hier hinterlassen. Schau doch mal selbst. Eine Nachricht, dann kann es so das Phantom gewesen sein. Tja, Räuberschreck, so wie es aussieht, war ich wieder schneller als du.
Aber ich will ja nicht so sein. Versuch es doch mal beim Juwelier. Ansonsten wird dir was Wichtiges abhanden kommen. Was? Er will zum Juwelier? Was will er denn da? Den schnapp ich mir! So, leise. Da ist auch schon der Safe. Dann springen wir doch das gute Ding mal. Sehr schön. Und von Toni ist auch weit und breit noch nichts zu sehen. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe weitermachen. Öffnen wir das Ding doch mal. Oh ja, da sind sie. Stehen geblieben, Phantom. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, Toni, ich bin beeindruckt. Du hast mich doch noch erwischt. Rühr dich nicht von der Stelle, denn im Namen des Gesetzes bist du hiermit verhaftet. Na, Moment mal, sind das aber meine Trauringe, die du gerade klaust? Na, warte. Ja, das könnte schon sein, dass das deine Trauringe sind. Aber jetzt wird erstmal Zeit für meinen Abgang. Wenn du deine Ringe wiederhaben willst, dann komm zum Imbiss und zwar gleich. Bis bald! Halt! Stehen geblieben! Doch, ich glaub's nicht, diese Halunke hat mir doch tatsächlich meine Trauringe für meine Hochzeit gestohlen. Okay, jetzt ist er zu weit gegangen. Den mache ich fertig. Da vorne ist der Imbiss auch schon. Na warte, Phantom, du wirst es büßen, dich mit mir angelegt zu haben. Tja, so wie es aussieht, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde da jetzt reingehen und mir meine Ringe zurückholen. Gib auf, Phantom, du sitzt hier in der Falle. Na nu, warum ist es denn hier so dunkel drin? Aber auch die Dunkelheit wird dir nicht helfen. Ich werde dich schon finden. Irgendwo hier muss er doch sein. Oh, Moment. Da ist er. Ich hab dich. Du warst schneller, als ich dachte, Räuberschreck. Ich hoffe, dir hat die Jagd nach mir Spaß gemacht. Spaß von wegen. Gib mir meine Trauringe wieder zurück. Und dann werde ich deine wahre Identität lüften. Du wirst schon sehen. Ah, dabei kann ich dir helfen. Tada! Ich bin's, Toni. Was, Karlchen, du? Aber, ich verstehe das nicht. Warum hast du denn jetzt bitte meine Trauringe gestohlen? Du bist doch immerhin mein Trauzeuge. Immer langsam, Toni. Hol mal schön tief Luft. Jetzt machen wir erstmal das Licht an und... Überraschung, Toni! Oh, was macht ihr denn alle hier? Jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Karlchen, kannst du mich aufklären? Na klar, Toni. Das ist hier dein Junggesellenabschied. Ganz genau. Karlchen wollte dir einen unbeschreiblich coolen Junggesellenabschied geben. Und deswegen hat er eine Schnitzeljagd organisiert und wir haben alle mitgemacht. Genau, wir haben Karlchen gewähren lassen und dir dann einfach die Botschaften überbracht. Was, ihr alle? Und Karlchen hat das alles geplant? Ja genau, die Rolle des Phantoms ist mir auf den Leib geschneidert. Ach Toni, bevor ich's vergesse, hier, die hatte ich mir kurz ausgeliehen. Meine Ringe, du hast sie tatsächlich gestohlen. Aber diesmal sehe ich drüber hinweg. Das ist schließlich ein unvergesslicher Junggesellenabschied. Vielen lieben Dank, Karlchen. Oder was meint ihr denn, Leute? Oder es war doch wirklich eine witzige Idee, mich mit einer Schnitzeljagd durch die Stadt zu jagen. Oder hättet ihr eine andere Idee gehabt? Wenn ja, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Kaum zu glauben, dass schon bald meine Hochzeit sein wird. Was meint ihr denn dazu? Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder schreibt einen netten Kommentar und teilt das Video mit Freunden und Familien. Das wird uns sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr von mir, Karlchen und den anderen verpassen wollt, dann klickt hier oben auf das Logo und abonniert den Kanal. Dann werdet ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt. Und wenn ihr doch mal was verpasst haben wolltet, ist das nicht schlimm. Hier drüben sind nämlich noch zwei weitere Abenteuer. Schaut doch da mal vorbei, wir würden uns freuen. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber ich werde jetzt noch ein bisschen meine Party genießen und sage wie immer, ciao, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.